Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu zu Far Cry 4, meine Freunde. Und weiter geht's hier im Shangri-La. Ich will jetzt hier unten gucken, ob es hier unten noch einen Elefant zu retten gibt, weil es quält sich doch hier einer. Das ist doch kein normales Geräusch für einen Elefanten. Dem Geräusch gehen wir jetzt nach. Kann nicht wahr sein. Oh, guck mal da drüben. Egal. Also es scheint dann doch der Elefant hier gewesen zu sein. Bloß, dass der irgendwie doof vertuckt. Jetzt hörst du hier wieder rechts. Ach, keine Ahnung. Sobald ich hier oben bin, macht der Elefant richtig Furore. So, müssen jetzt da lang. Aufpassen. Wie wir vorhin schon gesehen haben. Nee, doch nicht. Ich dachte. Kann ich den eigentlich besteigen? Ach so! Aufpassen. Nein, noch. Fackelmann. Wow. Habib. Ja, Habib hier. Okay, man kann die auch so erledigen. Kann man denn die... Feuerlöschen. Hier. Nein! Mach los! Ciao! Okay, jetzt haben wir einen Tisch. Ach, der ist wieder da, okay. Gut, den hat man dann auch. Ab. Komm schon. Papa. Hol dir, los, Papa. Zack.
weg, ja. Okay, wir werden hier abspringen. Wir haben nicht den Luxus mit Spritzen. Zack. Okay, war gut. Das war gut. Oh, komm her, Elefant. Oh, jetzt muss ich mich mit dir wieder drehen. Ernsthaft? Hier an der scheiß Stelle. Da stand nicht noch irgendwelche Wesen. Nee, gut. Dann renn hier ins Tor. Renn zu, renn zu, renn zu, renn zu, renn zu. Alter, 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 alter. Da oben ist die Klacker. Ich glaube, hier wäre es besser abzustecken. Das Ganze anders, wenn ich zu regeln. Das ist gut, ja. Bin ich irgendwie drauf, oder was, wenn ich hier lang gehe? Zack. Ich sehe nicht, wo der mich her sieht. Drin. Okay, komm. Mach los, ey. Was? Alles gut bei dir? So, jetzt wollen wir mal die Glocke befreien. Glaube ich mal, dass das einfach funktioniert. Boah. Alter. Definitiv an so einem. Oh wow, das hat sogar geholfen. Die sind schon über mir, oder? Ich hab keine Ahnung. Okay.
Was? Okay. So, jetzt können wir die Glocke lösen. So. Wow. Okay. Ist hier noch einer oder was? Ist gut bei dir? Schaff doch. Ist das weg oder was? Oh, schick mich doch nicht so. Und zack. Okay, da wissen wir ja auch, wie die Reise endet. Und zwar müssen wir bestimmt gegen dieses Vieh antreten. Das werden wir jetzt gleich als nächstes noch tun. Und dann begeben wir uns wieder auf normalen Kurs. Denn dann machen wir einfach die Kampagne weiter. Es wird nur ein Teil für dieses Bild, um das zu komplettieren. Zerstörte Paradies. Da gehen wir hier noch ein bisschen einkaufen. Wo war das denn? Ach hier. So. Ich habe kein Geld mehr. Was denn da los? Na klar, das ist, wenn der... Ja, wenn du hier die ganze Zeit so, der hat ja nichts mehr für uns. Das war ja alles fertig, ne? Jo. Das ist, wenn du die ganze Zeit hier genau das. Was? Wenn du die ganze Zeit ja, nur schnell durchrennst und nichts einsammelst, dann hast du auch kein Geld am Ende. Und das ist klar. Okay, wir müssen jetzt dann durch den Berg hier durchfliegen und hier runter, weil hier gibt es keinen Schnellreisepunkt. Da hätte man sich das Ding hier holen müssen. Das haben wir aber leider nicht. Also werden wir das hier mal markieren. Und dann fliegen wir mal durch den Berg. Ich glaube, fliegen wir da jetzt am schnellsten. Also fliegen nicht durch den Berg, wir fliegen natürlich zwischen den Berg. Zwischen den Bergen. Ja. Oben drüber kommen wir nicht, weil da macht es irgendwann viel, viel, viel und wir stürzen ab. Keine Ahnung. Ja, die ganzen Türme haben wir auch.
hört es ja bald auf. Zum glorreichen Ende. Ich bin mal gespannt, wie der hier gestaltet ist. Also das hier gestaltet ist das Ende. Und dann haben wir ja noch die DLCs. Und dann haben wir das Spiel auch fertig. Weil ich merke das, jetzt geht's schon los und wir müssen ein bisschen abdriften. Weil da stürzt uns hier im Wald und da können wir das Ding nochmal halten. Ja. So. Genau das meinte ich. Wir müssen jetzt da erstmal einen ziemlichen Weg fliegen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir werden da gleich hinfliegen. Ich habe jetzt keine Lust, wieder hier irgendwelche sinnlosen Wege zu laufen. Aber ich glaube, wir kommen da sowieso nicht hin. Ich glaube... Doch, guck mal, wir können von oben ranfliegen. Das ist gut. Also wir sind über dem Teil jetzt, wie es ausschaut. Bis zum... Wie hoch können wir denn? So hoch können wir schon. Also kommen wir auf das... Okay, das ist gut. Und dann kommen wir zum letzten Raksha. Und dann geht's zu Anita. Um die letzten paar Missionen noch zu machen. Und dann... Ja, ich wiederhole mich andauernd. Dann so machen wir das DLC noch und dann sind wir durch. Die DLCs, schön. Die DLCs. Will ich zu hoch fliegen? Ich mache wieder flip, 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 ich ziehe wieder weit rum. Wir nehmen den genüsslichen Weg. Setz die Reise, die Schenke nach vorne, nehmen die Nagel. Nein! Nein! Kurz davor stürzt die Karre ab. Boah, ernsthaft jetzt? Boah, leck mich am Arsch. Ach nee. Ach du Scheiße. Jetzt fangen wir von hier wieder an. Okay, liebe Freunde, wollte ich sagen, dann machen wir heute mal einen kürzeren Part. Da geht jetzt halt bis 18 Minuten. Und ich fliege die ganze Reise da einfach nochmal hin, ohne euch. Und wir sehen uns dann dort. Und dann schalte ich dann wieder den Part ein. Okidoki, alles klar. Gut, dann bis morgen, bis zum nächsten Part. Und ciao.